Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD als stärkste Kraft bestätigt worden. Nach den Hochrechnungen musste sie aber Verluste hinnehmen. Ministerpräsident Sellering könnte die Zusammenarbeit mit der CDU fortsetzen. Der bisherige Koalitionspartner kommt jedoch nur noch auf den dritten Platz. Zweitstärkste Kraft wurde die rechtspopulistische AfD, die aus dem Stand mehr als 20% der Stimmen holte. Das starke Abschneiden der AfD und die Verluste der anderen Parteien geben der Landtagswahl erhebliche bundespolitische Brisanz. Vor allem das schwache Ergebnis der CDU ließ Zweifel am Kurs von Bundeskanzlerin Merkel in der Flüchtlingspolitik laut werden, auch vom Koalitionspartner SPD. Das Thema hatte Umfragen zufolge für viele Wähler die Landespolitik überlagert. Und es geht jetzt weiter mit Jörg Schönenborn live. Der 9. Landtag für die AfD und das Muster des Erfolges ist das gleiche wie bei den Wahlen im Frühjahr. Die AfD ist nicht die Partei der sozial Abgehängten, sondern sie gewinnt Wählerinnen und Wähler aus allen Bevölkerungsgruppen. Und es gelingt ihr zum ersten Mal als zweite Kraft sogar vor der CDU zu landen. Hier die aktuelle Hochrechnung. Die SPD bremst ihren Absturz knapp über 30,2. Die CDU mit 19, schlechtestes historisches Ergebnis hier im Land. Das gleiche gilt für die Linke mit 12,7%. Die Grünen im Moment wahrscheinlich nicht im Landtag in Schwerin vertreten. Das wird mit den Auszählungen im späteren Verlauf, vor allem bei den Briefwahlstimmen, noch mal zu prüfen sein. Die NPD ist ebenfalls nicht mehr im Landtag vertreten, nur noch 3%. Die FDP scheitert mit 2,9%. Und die AfD erreicht mit 21,9% ihr bisher zweitbestes Ergebnis in den Ländern. Übrige Parteien 5,4%. Damit schaffen es, wenn es bei den Grünen so bleibt, nur 4 Parteien ins Parlament. Das ist übersichtlich. Da ist die SPD die stärkste Kraft mit 26 Mandaten, CDU 16, Linke 11 und AfD 18. Das bedeutet, dass die Koalition aus SPD und CDU mit einer deutlichen Mehrheit der Sitze weiter regieren kann. Auch bei einem Einzug der Grünen würde für dieses politische Bündnis die Mehrheit reichen. Auch ein Muster der bisherigen Landtagswahlen: durch die AfD-Erfolge steigt die Wahlbeteiligung deutlich, weil es der Partei gelingt, Nichtwähler wieder in die Wahlkabinen zu holen. Wir gehen in der Schätzung davon aus, dass nun 61,4% in Mecklenburg-Vorpommern gewählt haben, nach zuletzt 51,5%, ein steil aufsteigender Pfeil. Die Wählerwanderung macht deutlich, was ich eingangs bereits angedeutet habe. Die AfD ist eine Partei, die zwar rechte Positionen vertritt, aber für Wähler aus allen politischen Lagern attraktiv ist. In der Wählerwanderung holt sie vor allem aus dem Nichtwählerlager, aber in erheblichem Umfang von der CDU, von den anderen Parteien, die Grünen spielen eine untergeordnete Rolle, von der NPD, aber auch von der Linken und von der SPD. Und als Grund nennen vor allem die Wählerinnen und Wähler, die zur AfD gewechselt sind, vor allem die Flüchtlingspolitik. Dazu jetzt die Gesprächsrunde mit den Vertretern der vermutlich 4 im Landtag vertretenen Parteien hier im Wahlstudio. Andreas Zichowitz. Danke, Jörg. Und bei mir steht der alte und vermutlich auch neue Ministerpräsident Erwin Sellering. Jedenfalls können Sie die Regierung bilden, stärkste Partei. Sie hatten sehr gute Werte, auch die Landespolitik hatte sehr gute Werte. Und trotzdem dieser Erfolg für die AfD aus dem Stand. Wie erklären Sie sich das insgesamt? Ich glaube, die Erklärung ist gerade schon angesprochen worden. Es geht um die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die die Menschen sehr stark verunsichert und die dazu führt, dass schon im März in 3 Landtagen die AfD sehr stark war und hier bei uns auch. Man muss aber deutlich sagen, die AfD ist unter ihren Erwartungen geblieben, auch unter den Erwartungen, die sonst geäußert worden sind. Und die SPD hat mit 30%, wenn es dabei bleibt, ein wirklich gutes Ergebnis unter diesen schwierigen Bedingungen erreicht. Ich bin damit zufrieden. Aber ganz klar ist, wir werden in den nächsten Jahren uns mit der AfD auseinandersetzen müssen, hier im Landtag. Aber noch viel mehr, denke ich, muss die Bundespolitik, muss die Bundeskanzlerin sich damit auseinandersetzen, dass die Parteienlandschaft in Deutschland so durcheinander gerüttelt worden ist. Das hängt mit der Flüchtlingspolitik zusammen und da muss man etwas anders machen. Nicht nur die Bundeskanzlerin, auch die SPD. Was kann denn die SPD aus dieser Analyse lernen? Das war ein Wahlkampf der Gefühle. Die Fakten sind nicht durchgekommen. Also was man lernen kann, ist, dass dies eine Landtagswahl war.
Und dass es gelungen ist, 30% zu holen, das ist nur deshalb gelungen, weil wir es erreicht haben, den Menschen klarzumachen, es geht jetzt nicht um die Flüchtlingspolitik im Bund, sondern es geht um die Zukunft des Landes. Das hat dazu geführt, dass wir die einzigen sind, hier, die aller Parteien, die ihr Wahlziel erreicht haben. Wir haben gesagt, wir wollen stärkste Partei sein. Wir wollen die Möglichkeit haben, möglichst zwischen Partnern zu wählen. Alle anderen Parteien haben ihr Wahlziel verfehlt, bei weitem verfehlt. Wobei man sagen muss, es ist natürlich ein Erfolg für die AfD, aus dem Stand über 20% zu erreichen. Wie gesagt, da wird man sich mit auseinandersetzen müssen. Lorenz Café, die Koalitionsfragen haben sich erledigt. Im Moment gibt es nur noch diese Position. Schwarz-Rot könnte weiter regieren. Das zweite schlechteste Ergebnis. Und dann noch hinter der AfD. Wann treten Sie zurück? Ich glaube, ich habe momentan keine Veranlassung. Wir sind als Mannschaft angetreten. Die Partei hat mich mit über 90% als Spitzenkandidat nominiert. Und wir haben einen Landtagswahlkampf geführt, in dem ausschließlich ein Bundestagswahlthema präsent war, für das nicht die Landespolitik zuständig ist. Und insofern war es schwierig, mit den guten Werten, die wir im Land in den zurückliegenden Jahren erzielt haben, zu punkten. Die Menschen waren derzeit von Emotionen geprägt und mit Argumenten schwer erreichbar. Insofern ist es auch ein Signal, dass man in der Tat in Berlin auch darüber nachdenkt, wie man mit der Situation umgeht, dass es eine gewisse Verunsicherung gibt und dass darauf auch Politik reagieren muss. Sie haben den Ball nach Berlin gespielt. Lag es also an der Kanzlerin oder an Ihnen als Kandidat? In Berlin regiert eine große Koalition, die hat sich für die Frage entschieden, wie wir die Flüchtlingspolitik in Deutschland gemeinsam meistern. Dementsprechend muss man auch auf die Sorgen und die Nöte, die vor Ort sind, reagieren. Das geht über Finanzen los und es ist eine Frage, wie gehen wir mit Sicherheitsfragen um. Da gibt es vielfältige Themen und die Menschen sind derzeit verunsichert und darauf muss Politik genügend reagieren und das muss zuallererst im Bund passieren. Live Erik Holm, Spitzenkandidat der AfD. Offensichtlich haben Sie Antworten gehabt auf die Verunsicherung der Menschen. Ein sehr gutes Wahlergebnis aus dem Stand. Sie haben einen Wahlkampf gemacht gegen Merkel, gegen Flüchtlinge, gegen den Islam. Ist das die Blaupause für eine Bundestagswahl? Also zunächst muss ich Sie korrigieren. Wir haben natürlich keinen Wahlkampf gegen Flüchtlinge geführt. Das liegt uns fern. Wir sind eine bürgerlich-demokratische Kraft. Unsere Politik richtet sich nicht gegen Migranten, sondern gegen die unverantwortliche Politik der Bundesregierung. Und das haben die Menschen ganz genauso gesehen. Wir haben ja viele kleine Veranstaltungen gemacht. Und da war das immer das präsente Thema. Wir haben erst unsere Landesthemen vorgestellt. Wir haben ja ein gelungenes Wahlprogramm, mit dem wir arbeiten wollen in den nächsten 5 Jahren. Aber es hat sich gezeigt. Es ist wirklich das bewegende Thema dieser Zeit. Die Menschen wollen die Politik von Frau Merkel. Und ich glaube, das könnte der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft von Frau Merkel sein. Nun müssen Sie aber Landespolitik machen. Was ist Ihr erstes Ziel? Wir wollen uns für mehr direkte Demokratie einsetzen. Das ist uns ein großes Anliegen und hat ja haben die Parteien im noch jetzigen Landtag dafür gesorgt, die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung noch weiter einzuschränken. Jetzt gibt es sogar zeitliche Fristen für das Einreichen von Volksbegehren. Wir wollen geringere Quoren und das Ganze nach Schweizer Vorbild, damit es einfacher ist für die Bürger, tatsächlich Volksentscheide auf den Weg zu bringen. Helmut Holter, die Linke ist auf Platz 4 abgestürzt. Sie war immer die Partei der Schwachen, der Benachteiligten. Wie konnte das passieren? Also wir sind weiterhin die Partei der Schwachen und der Benachteiligten, ganz klar. Aber nicht nur, wir sind auch eine Partei derjenigen, die sich in der Mitte zu Hause fühlen. Aber Deutschland erlebt auch eine tiefgreifende politische Veränderung. Seit der Wende und seit der Wiedervereinigung haben wir diese Turbulenzen nicht erlebt. Das zeigt auch dieses Wahlergebnis. Und die Linke war einfach dazwischen. Auf der einen Seite der Zuspruch für die AfD aufgrund der Flüchtlingspolitik. Ich bin der Überzeugung, die AfD macht Politik gegen die Flüchtlinge. Und auf der anderen Seite die Politik der großen Koalition, die einfach ein Weiter-so will. Und wenn das so weitergeht in Mecklenburg-Vorpommern, dann erleben wir eine schreckliche Zukunft. Deswegen bin ich der Überzeugung, die große Koalition sollte eine andere Politik machen, um der AfD den Boden zu entziehen. Und der AfD muss man die Maske des Biedermanns herunterreißen, damit die Fratze des Hasses deutlich wird. Das dürfen Sie in der Opposition machen. Und damit gebe ich zurück zu Judith Rakers. In der Bundespolitik war die Landtagswahl mit großer Spannung beobachtet worden. Vor allem vor dem Hintergrund der umstrittenen Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel. Das Thema hatte die Landespolitik überlagert. Jubel bei der AfD. Aus dem Stand überholt sie die CDU und schreibt damit auch bundespolitisch Geschichte. Doch von Regierungsverantwortung distanziert sie sich. Wir sind nicht bereit, in irgendeine Regierung zu gehen, völlig klar. Denn das bringt nichts, weil die anderen eine klar andere Politik machen. Ich kann doch zum Beispiel gar nicht durchsetzen, auch mit 21,5% nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern keine Flüchtlinge mehr aufnimmt.
Groß ist die Enttäuschung bei der rechtsüberholten CDU. Es gibt Menschen, die haben Angst, das Gefühl abgehängt zu sein und machen sich große Sorgen. Und es ist uns nicht gelungen, diese Angst zu zerstreuen und Zuversicht zu vermitteln. Die SPD feiert sich als Gewinner. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie wieder stärkste Kraft. Mit Ergebnissen, von denen sie auf Bundesebene derzeit nur träumen können. Die SPD und Erwin haben gezeigt, was es bedeutet, wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erstens gute Politik machen und zweitens kämpfen. Die Oppositionsparteien aus dem Bundestag, beide ernüchtert, denn sie merken, dass ihre Themen bei vielen Wählern nicht ankamen. Wir sind trotzdem davon überzeugt, dass wir nach wie vor ungeschminkt die sozialen Probleme im Land ansprechen müssen und werden. Wir laufen nicht den Parolen von AfD und Co. hinterher, sondern wir haben unsere eigene Position. Wir verstehen uns als Gegenpol zu den rechten Kräften und machen klar, dass wir für eine vielfältige und offene Gesellschaft stehen. Die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern haben die Bundespolitik mächtig durcheinandergewirbelt. Zu den bundespolitischen Auswirkungen der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern nun Tine Hassel live aus Berlin. Welche Lehren die Union aus dem politischen Erdbeben zieht, das wird man mit der Kanzlerin besprechen. Die wird sich morgen noch vom G20-Gipfel in China zu dem Triumph der AfD erklären. Das ist höchst ungewöhnlich und zeigt, wie sehr sie im Zentrum der Kritik steht. Einfach weiter so kann es nach dieser Demütigung der CDU nicht heißen. Der mühsam entschärfte Richtungsstreit in der Union dürfte also wieder mit voller Wucht aufbrechen. Was die SPD betrifft, dürfte der Ton zwischen den Koalitionspartnern noch rauer werden. Sigmar Gabriel ist ja bereits spürbar abgerückt von Merkels Flüchtlingskurs. Alle etablierten Parteien müssen sich jetzt fragen, wie sie mit dem Protestvotum der AfD-Wähler umgehen, die sich im gesamten Spektrum der Etablierten nicht mehr aufgehoben fühlen. Und damit zurück zu Judith Rakers. Analysen zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern sowie alle aktuellen Zahlen finden Sie auch auf tagesschau.de. Chinas Präsident Xi hat zum Auftakt des G20-Gipfels in Hangzhou von den großen Wirtschaftsnationen mehr Engagement gegen die lahmende Weltwirtschaft gefordert. Dafür müssten die führenden Industrie- und Schwellenländer vor allem Handelsschranken abbauen. Neben den Verhandlungen in großer Runde gibt es am Rande des Gipfels auch zahlreiche bilaterale Gespräche zu politischen aktuellen Krisen, wie etwa den Krieg in Syrien. Bundeskanzlerin Merkel traf sich heute mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Freundliches Plaudern mit Erdogans und das bei all den Verstimmungen der vergangenen Monate. Ein persönliches Gespräch scheint es möglich zu machen und wohl auch das Entgegenkommen der Bundesregierung in Sachen Armenien-Resolution. Nach dem Gespräch der beiden deutet sich jedenfalls ein Ende des Besuchsverbots der deutschen Soldaten in Incirlik an. Ich glaube, dass es in den nächsten Tagen die Möglichkeit gibt, dass wir hier positive Nachrichten zu diesen berechtigten Forderungen auch bekommen. Details gibt's noch keine und die Kanzlerin hat auch mit anderen Gipfelteilnehmern einiges zu bereden. Um Freihandel geht es in fast jedem Gespräch, nicht nur zwischen der EU und den USA. Auch die Briten wollen nach der Brexit-Entscheidung mit vielen Ländern über Freihandelsabkommen verhandeln. Ich halte es für keine gute Idee, wenn einzelne Mitgliedstaaten, auch diejenigen, die noch Mitglied sind, das auf eigene Faust machen. Das ist einzig und allein Aufgabe der Europäischen Union. Der Abend wird lang beim G20-Gipfel. China feiert sich selbst. Hunderte Künstler zeigen eine exklusive und gigantische Show. Und danach geht's für die meisten der Staats- und Regierungschefs in kleinen Runden weiter. Die Gespräche abseits der Sitzungen sind für die Kanzlerin besonders wichtig, wie das Treffen mit Präsident Erdogan zeigt. Auch die Präsidenten Obama und Putin wollen am Rande des Gipfels noch über Syrien und die Ukraine sprechen. Konkrete Ergebnisse sind da allerdings eher unwahrscheinlich. Papst Franziskus hat Mutter Teresa 19 Jahre nach ihrem Tod heilig gesprochen. Bei einer Messe vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom würdigte er die Friedensnobelpreisträgerin als unermüdliche Arbeiterin der Barmherzigkeit. Mit dem von ihr gegründeten Orden setzte sich Mutter Teresa im indischen Kalkutta für besonders Bedürftige ein. Der Orden unterhält heute Einrichtungen auf der ganzen Welt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. September. Morgen bestimmt noch ein Tief mit Wolken und kühlerer Luft unser Wetter. Ab Dienstag wird es unter Hochdruckeinfluss aber wieder freundlicher und wärmer.
Heute Nacht gibt es südlich der Donau teilweise kräftigen Regen, vor allem im Osten auch Gewitter, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und Schauer, die aber seltener werden. Morgen noch viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Osten auch kurze Gewitter. Hier und da zeigt sich die Sonne in Küstennähe auch längere Zeit. Heute Nacht 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet bis 10 Grad im Erzgebirge. Morgen am östlichen Alpenrand 15, entlang des Rheins bis 23 Grad. Am Dienstag im Südosten noch einige Wolken und in Alpennähe ein paar Schauer, sonst freundlich. In den folgenden Tagen wird es verbreitet sonnig und auch die 30-Grad-Marke kann wieder erreicht werden. Thomas Roth meldet sich um 21.45 Uhr mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen und den neuesten Ergebnissen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.